Martin, sehr schön, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Wir kennen uns schon seit längerer Zeit aus der früheren Arbeit in Wittenherdecke. Und ein bisschen war ich auch an dem Projekt beteiligt. Vielleicht erzählst du erstmal, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest. Ja, vielen Dank, Christian. Ich bedanke mich auch für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zum Thema Schlaf und Menschen mit Demenz sprechen zu können. Mein Name ist Martin Dichter. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegewissenschaftler und habe nach meinem Studium an der Uni in Witten 10 Jahre am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gearbeitet und bin seit 1.1.2020 jetzt als Postdoc-wissenschaftlicher Mitarbeiter am dort neu gegründeten Institut für Pflegewissenschaft der Uni Köln eingestellt. Und das Projekt, über das wir heute sprechen, da habe ich so eine, ja, sag ich mal, kombinierte Stelle. Ich bin da zum Teil dann quasi auch noch über das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen involviert und zum Teil über Köln. Und ja, manche kennen mich vielleicht auch aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Ich bin Vorsitzender vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest. Ganz wichtig, ja, okay, schön. Okay, ja, warum eigentlich das Thema Demenz und Schlaf? Also ich meine, es gibt ja viele Formen herausfordernden Verhaltens- oder neuropsychiatrischer Symptome im Umfeld von Demenz. Und wie seid ihr ausgerechnet auf den Schlaf gekommen? Was ist daran so interessant oder wichtig? Gibt es da einen besonderen Anlass? Ja, wie immer setzt sich so ein Bild aus verschiedenen, sage ich mal, Elementen zusammen oder so eine Entscheidung wird von verschiedenen Dingen beeinflusst. Also erstmal war es so, dass Forscher von unterschiedlichen Zentren auch zusammengekommen sind. Also das ist ja das Projekt Monopol Sleep ist ja ein Projekt, was von der Universität Halle-Wittenberg, Lübeck und dem DZNE in Witten und jetzt noch der Uni Köln gemeinsam vorangetrieben wird. Also musste erstmal auf allen Seiten ein gemeinsames Interesse vorhanden sein. Und der Hintergrund für dieses Interesse ist, wenn ich das, sage ich mal, aus meiner Perspektive wiedergeben darf, einmal, dass wir wissen, dass durchaus viele Menschen mit Demenz von Schlafproblemen betroffen sind. Also das hat zum Teil auch mit den hirnorganischen Veränderungen zu tun. Und wir hatten zwei Kollegen von der Uni Lübeck und ich aus Wittener Zeit noch, hatten wir eine Prävalenzstudie durchgeführt und uns angeschaut, wie viele Menschen mit Demenz in der stationären Altenpflege sind denn überhaupt von Schlafproblemen betroffen? Und da haben wir gezeigt, dass über 20% in der deutschen Altenpflege davon betroffen sind. Also schon ein größerer Personenkreis. Das ist dann ein Grund, der so ein Thema dann relevant macht. Das andere ist, dass mit Schlaf, also nicht nur Schlafprobleme haben, ja dann führen zu weiteren Folgen. Also das ist zum Beispiel, wenn ich nachts nicht schlafe, dann döse ich tagsüber mehr, kann dann nicht so sehr am sozialen Leben teilnehmen, werde dadurch vielleicht dann auch nicht so kognitiv stimuliert, wie das wünschenswert wäre oder wie das vielleicht auch positiv wäre, damit meine kognitiven Fähigkeiten erhalten bleiben. Wenn ich müde bin, weil ich nicht geschlafen habe, dann habe ich ein höheres Risiko dafür, zum Beispiel auch zu stürzen, oder meine Mobilität, selbst einzuschränken, indem ich halt eben nicht, so viel Antrieb habe, wie wenn ich ausgeruht und ausgeschlafen bin. Und so gibt es verschiedenste Folgen, die sich dadurch ergeben. Meine sozialen Kontakte reduzieren sich etc. Dass, wenn ich nachts, vor allen Dingen wach bin und dann vielleicht auch unruhig bin, führt das auch zu einer Belastungssituation für mich, aber auch für diejenigen, die dann für meine Versorgung zuständig sind, also zum Beispiel die Pflegenden aus dem Nachtdienst, die ja im sehr schlechten Personalschlüssel dann auch im Einsatz sind. Also, dass es da echt schwierig ist, dann eine gute Versorgung sicherzustellen, wenn nicht gar quasi unmöglich. Und noch ein Punkt war, also in Witten am DZNE haben wir uns jetzt schon lange mit dem Thema herausforderndes Verhalten auch beschäftigt, unterschiedliche Personen und Gruppen. Und sage ich mal, aus meiner Perspektive hatte ich den Eindruck, dass die Ansätze zum Beispiel mit Bezug auf Fallbesprechungen, Lösungen zu entwickeln, zumindest theoretisch immer die richtigen sind. Und ich habe da auch immer gesehen, dass in der Praxis da ganz viel passiert ist.
Die Prävalenzzahlen von herausforderndem Verhalten haben sich aber nicht entscheidend reduzieren lassen in den Studien. Und am Ende war eine Schlussfolgerung für mich daraus, dass herausfordernde Verhaltensweisen halt eben sehr vielfältig sind. Zum Teil haben sie eine ähnliche Ursache, zum Teil variiert die aber auch, also die auslösenden Faktoren. Und naja, so in der Gesamtschau erschien mir jetzt beispielsweise Schlaf ein Problem zu sein, dem man sich nochmal separat auch nähern kann, wo auch nochmal andere Interventionen ins Elemente von Relevanz sind, als jetzt bei anderen herausfordernden Verhaltensweisen oder Symptomlagen, wie immer man das nennen will. Genau, und das war dann, sage ich mal, diese Gesamtschau hat quasi dazu geführt, dass wir gesagt haben, lasst uns doch mal eine Studie machen oder ein Projekt, das sich fokussiert nur mit einer herausfordernden Verhaltensweise auseinandersetzt und nicht gleich versucht, die eierlegende Wollmilchsau für alles zu sein. Es gibt ja so eine Art Merksatz, jedenfalls habe ich den mal so in der Psychiatrie gelernt, also alle psychiatrischen Erkrankungen verbessern sich mit der Verbesserung des Schlafes und alle psychiatrischen Erkrankungen verschlechtern sich mit der Verschlechterung des Schlafes. Also der Schlaf scheint für das Hirn und für unser Verhalten und unsere Stimmung und auch unsere Kognition eine ganz entscheidende Schlüsselstellung zu besitzen. Ja? Ja. Und vielleicht auch ein Stück weit unabhängig von der Demenz. Also Ähnliches kennen wir ja auch bei der Depression, auch bei der Schizophrenie gibt es Schlafstörungen. Also überall, wo wir es eigentlich mit Psychiatrie zu tun haben. Ja, und ich vermute mal, dass pflegerische Maßnahmen dort bislang noch nicht so umfassend recherchiert wurde. Wie war da so das Ergebnis von euch? Also, ja, also wo wir auch direkt positive Rückmeldungen hatten, war auch direkt aus der stationären Altenpflege. Also das Thema ist eins, was interessant ist, weil den Leuten sofort deutlich wird, das ist ein Thema, da haben wir vielleicht ein Problem oder da haben wir ganz sicher ein Problem. Und damit haben sich bisher noch nicht so viele Menschen zumindest in Deutschland beschäftigt, also zumindest wissenschaftlich. Und auch in den Einrichtungen gibt es wenige Einrichtungen, wo ich sagen würde, hier gibt es jetzt regelmäßige Schlafassessments oder hier gibt es quasi einen Standard, wie wir bei Schlafproblemen vorgehen. Da sind wir bei so anderen Phänomenen, die zum Beispiel auch in den Expertenstandards von der Hochschule Osnabrück aufgegriffen worden sind, ja schon auf einem ganz anderen Level. Also das war auch nochmal ein wichtiger Grund. Und naja, also wenn man dann in die Literatur schaut, welche Interventionen gibt es, dann gibt es einmal die pharmazeutischen, die pharmakologischen Interventionen. Da gibt es ein Cochrane Review von Jenny McCleary und Kollegen, das am Ende zeigt, diese ganzen pharmazeutischen Interventionen haben auch keinen Effekt. Sie haben eher, sage ich mal, schädliche Wirkungen. Und dann sind wir halt eben direkt dabei, dass in den Leitlinien dann auch drinsteht, es sollte eher zu psychosozialen oder nicht pharmakologischen Interventionen gegriffen werden. Und was das dann aber genau ist, das ist dann sehr unterschiedlich. Also das reicht dann von der heißen Milch mit Honig am Abend. Bis zu irgendwelchen Fußwaschungen, Rückeneinreibungen, Akupressur. Also da gibt es dann einen ganz bunten Blumenstrauß. Dazu gab es auch schon ein Review von Capizzuti, die das zusammengefasst hat. Und das und auch ein Cochrane Review von den Kollegen aus Lübeck. Und dann haben wir gesagt, wir schauen uns nochmal an, wenn man jetzt diese psychosozialen Interventionen sich anschaut, was ist denn eigentlich, wenn man die miteinander kombiniert? Ja, also wenn man nicht nur die heiße Milch mit Honig nimmt oder nicht nur die Gestaltung eines Schlafrituals oder etwas ähnliches, sondern wenn man sich überlegt, was können wir denn alles machen, um Schlafförderung zu betreiben, und wir versuchen quasi die Dosis zu erhöhen, indem wir das möglichst auf den individuellen Fall fokussiert, wenn wir das versuchen zu kombinieren. Und dann sprechen wir, sage ich mal, in der Wissenschaft halt eben von einer multimodalen oder komplexen Intervention. Und das ist halt eben das Ziel unserer Studie, eine solche Intervention zu entwickeln und sie dann halt eben zu evaluieren, mit der Idee folgend, dass unsere Intervention dann einen Unterschied ausmacht. Also das ist das, was ihr letztlich herausfinden möchtet. Also vielleicht einmal, wie beschreibe ich die Situation, wie mache ich ein Assessment,
Wie komme ich zu einer umfassenden Einschätzung der Situation? Und wie setze ich das, was an bekannten Elementen da ist, so zusammen, dass ich die Schlafsituation insgesamt verbessere oder es verbessere, dass man das Nichtschlafen besser gestaltet? Ja, also ich sage mal so grob zusammengefasst, ich würde noch mal vielleicht 6 Eckpunkte nennen, die für uns zentral waren nach dem Ergebnis der Literatur und was wir auch gemacht haben. Wir haben halt eben auch noch mal qualitativ und quantitativ hingeschaut, was passiert denn in der stationären Altenpflege und was berichten uns zum Beispiel auch die erfahrenen Pflegefachpersonen aus dem Nachtdienst. Mhm. Und also wir haben zum Beispiel auch teilnehmende Beobachtungen im Nachtdienst gemacht, plus Literatur und alles, was wir an Maßnahmen ergriffen haben. Wir haben Workshops mit Experten durchgeführt, eine sogenannte Theory of Change aufgestellt, da warst du auch involviert. Mhm. Und ich sag mal, auf so einer inhaltlichen Ebene haben wir erstens erfolgreiche Studien, die es bisher gibt, bauen auf dem Ansatz von personenzentrierter Pflege auf. Mhm. Das ist also quasi erstmal das Denkmodell, von dem wir dann weiter gedacht haben. Und dann gab es so 6 Eckpunkte. Das eine ist die Aktivierung am Tag. Ja, also nur die Menschen, die tagsüber wach sind, haben auch das Potenzial, nachts zu schlafen. Ja. Weil wenn ich schon eine hohe Tagesschläfigkeit habe, ist meine Wahrscheinlichkeit, dass ich nachts wach bin, sehr hoch. Also müssen wir schauen, dass wir daran arbeiten. Und dann sind wir, das ist auf der einen Seite etwas, wo man überlegen muss, wie können wir das individuell gestalten? Und auf der anderen Seite, dazu komme ich gleich nochmal, auch gleich etwas, wo es um auch organisationale Aspekte geht, ja. Weil was wir auch geschildert bekommen haben, was auch sich mit meiner Erfahrung deckt, ist, die Versorgung im Nachtdienst ist halt eben ein Stück weit anders als die im Tagdienst. Das sind zum Teil an der stationären Altenpflege oder zum überwiegenden Teil auch unterschiedliche Personen. Also viele Altenheime arbeiten noch mit Dauer in, sage ich mal, Nachtpflegern oder Nachtpflegepersonen. Was ja nebenbei eigentlich nicht so sonderlich gut ist, ne? Nee, das stimmt, aber so, es gibt Gründe, warum die Menschen das machen. Mhm. Und ich sag mal, die Abstimmung zwischen Tag- und Nachtdienst passiert auf verschiedenen Ebenen ganz gut. Wenn man dann aber gefragt hat, also wisst ihr eigentlich, wie viel ein Bewohner XY am Tag schläft? Oder die aus dem Tagdienst gefragt hat, wie bekannt ist euch eigentlich das Schlafverhalten aus der Nacht? Dann ist das bei den ganz großen Extremfällen, also bei den Bewohnern, die ständig nachts umherwandern beispielsweise, da ist das bekannt zwischen mhm. Tag- und Nachtdienst. Aber bei den nicht ganz so Extremfällen, da weiß die jeweilige andere Schicht häufig nicht, wie gut hat er denn tatsächlich geschlafen oder aber wie viel schläft er noch tagsüber? Und das muss ich natürlich organisieren, schon allein den Informationsfluss auf einer organisationalen Ebene, wenn ich Aktivierung am Tag gewährleisten will. Deswegen habe ich das jetzt nochmal so aufgebracht. Der zweite Eckpunkt ist das Zu-Bett-Geh-Routinen entwickeln und gestalten. Jeder, auch wenn dieser Vergleich immer hinkt, ich bringe jetzt trotzdem einmal, jeder, der Kinder hat, der weiß, wie wichtig es ist, Zu-Bett-Geh-Rituale zu etablieren. Mhm. Und auch wir beide, also zumindest ich habe immer bestimmte Dinge, die müssen geregelt sein, bevor ich mich ins Bett lege. Wenn ich im Bett liege und feststelle, das eine hast du nicht gemacht, dann bin ich unruhig oder muss nochmal aufstehen. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Was das ist, kann sehr unterschiedlich sein. Aber auch das ist etwas, was es zu gestalten gilt und wo wir, glaube ich, ja noch Entwicklungspotenziale haben in der stationären Altenpflege. Der dritte Punkt ist die nächtliche Pflegeroutine überprüfen. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei den teilnehmenden Beobachtungen festgestellt, dass es Wohnbereiche gibt, wo es sehr, sehr individuell möglich ist, dass sich Bewohner auch einschließen lassen, weil sie nachts nicht gestört werden wollen. Wir haben Wohnbereiche gehabt, wo das auch mit den Bewohnern abgesprochen wurde, war ob und in welchen Intervallen da eine Zimmerkontrolle stattgefunden hat. Und es gab Wohnbereiche, wo ganz klar so krankenhaustechnisch quasi alle 2 Stunden kontrolliert wurde. Hm. Wir haben Wohnbereiche kennengelernt, wo auch nachts zum Beispiel Sondenkost gelaufen ist und dann auch die Pumpe irgendwann leer gelaufen war und dann natürlich auch eine Geräuschkulisse verursacht hat. Und das gilt natürlich für die Magensondenpumpe genauso wie für den Infusomaten und alles andere, was da so laufen kann.
Und wir haben auch Wohnbereiche kennengelernt, wo das halt eben klar war, das findet in der Nacht alles nicht statt, weil das Gerät macht eine Lautstärke und das Personal macht natürlich auch Geräusche und ist da mit beschäftigt, dafür Sorge zu tragen, dass das erstmal angehangen wird, abgehangen wird und so weiter. Also das sind beispielsweise Dinge. Dann der vierte Eckpunkt ist die Identifikation körperlicher und psychischer Ursachen für Schlafprobleme. Mhm. Also ein Beispiel, das wir auch in dem Workshop diskutiert haben, wenn ich abends Juckreiz habe, wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich nicht einschlafen. Ja, also auch das muss sichergestellt sein, dass ich einfach von meiner Symptomlage her tatsächlich entspannt bin und schlafen kann, weil sonst kann es nicht funktionieren. Der nächste Punkt ist eine angenehme Schlafumgebung schaffen. Also da geht es dann zum Beispiel auch darum, wie ist denn die Raumtemperatur, wie ist denn zum Beispiel auch das Bett gestaltet, in dem ich schlafen möchte, wie ist die Geräuschkulisse, wie ist auch die Geruchkulisse. Ja. Auch das sind Punkte, die man irgendwie berücksichtigen muss. Und auch da gibt es so Klassiker. Also ich erinnere mich an ein Altenheim, in dem wir waren, dem habe ich auch eine teilnehmende Beobachtung im Sommer gemacht. Da war es ganz nett, das Haus hatte eine Klimaanlage. Aber die Klimaanlage nachts brummte die halt eben fürchterlich. Tagsüber ging wahrscheinlich dieses Geräusch völlig unter in den Alltagsgeräuschkulisse. Und nachts war das halt eben total präsent. Und es wusste aber keiner, wie stelle ich die denn eigentlich ein und kann ich daran etwas drehen? Auch da wieder diese organisationale Ebene, dass wir gesehen haben, vielleicht müssen wir den Nachtdienst dann auch mal mit dem Facility Management zusammenbringen, weil vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das zu steuern. Ja. Der letzte Punkt noch, Schlafmedikation nur im Ausnahmefall. Auch das ist etwas, was, ja, wir wissen, dass Schlafmedikamente sehr häufig gegeben werden. Und da ist es uns wichtig, halt eben deutlich zu machen, das ist am Ende nur eine Alibi-Handlung, die wenn überhaupt negative Konsequenzen auf die Dauer hat. Und es ist besser, darauf zu verzichten und dafür sich genau zu überlegen, was können wir denn anders machen, weil die psychosozialen Interventionen in jedem Fall mindestens so gut wirken wie das, was wir versuchen, da chemisch reinzubringen. Und erinnert das an ein Experiment, das die Sonnenweite in der Schweiz gemacht hatte, als die ein neues Gebäude einrichteten. Da haben die ersten 14 Tage die Fliegenden, die dort später arbeiten werden, in den Betten geschlafen und haben quasi selber die Nachtroutine durchlebt. Ja, und dabei fallen dann so Sachen auf, zum Beispiel wie hart die Matratzen sind oder die Kopfkissen, die ja oft sehr füllig und riesig sind, sodass du gar nicht weißt, wie du deinen Kopf betten sollst. Ja, oder auch so ein Aspekt, dass wenn du nachts wach wirst und du hast nur dieses kleine Lämpchen in der Fußleiste, das reicht oft nicht, um die Raumsyntax zu erkennen, sodass man oft so eine Art nächtliche Verwirrtheit erfährt. Ja, das sind ja solche vielen kleinen Baustellen. Oder ich erinnere mich an die Angelika Zeglin, die immer sagte, also ich kriege eine Krise, wenn man mir die Bettdecke unter die Füße wickelt, was übrigens viele Pflegende tun. Ja. Und ich persönlich bekomme beim Schlafen immer eine Krise, wenn unten meine Füße nicht über die Matratze rüberhängen können, sondern wenn da so ein festes Brett ist, wo meine Füße gegenstoßen. Ja, das finde ich ganz schrecklich. Und ich vermute mal, dass es viele dieser Kleinigkeiten sind, die eigentlich auch dafür entscheidend sind, ob man so ein Wohlfühlgefühl bekommt und sich quasi so in den Schlaf hineinbegeben kann. Ja, also das genau so würde ich das auch sagen. Es gibt ganz viele kleine Faktoren, die eine Rolle spielen und wo wir, glaube ich, dazu beitragen können, dass einfach ein anderes Klima oder Milieu entsteht, in dem ich dann auch einschlafen kann. Also da geht es halt eben darum, die ganzen störenden Elemente zu reduzieren. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Schlüssel. Dazu gehört auch die Sensibilisierung immer wieder der Menschen, die im Nachtdienst arbeiten. Auch das ist etwas, theoretisch weiß man immer, man ist im Nachtdienst, ja, und die anderen sollen schlafen. Aber wenn man selbst jetzt seinen fünften Nachtdienst hat, dann ist man ja quasi im ganz anderen Rhythmus. Mhm. Und dann fängt man auch an, sich menschlich anders zu verhalten. Ne? Also dann, das ist was anderes, wenn, sag mal, wenn ich hier nachts aufwache, eins meiner Kinder ist wach, dann flüstern wir automatisch, weil für uns beide ist Nacht.
Wenn ich aber gerade mit meiner Kollegin mich abgesprochen habe, wer welche Aufgabe als nächstes übernimmt und dann kommt eine Bewohnerin, dann flüstere ich nicht mit der Bewohnerin. Vielleicht kann ich es auch gar nicht, weil sie schwerhörig ist. Aber dann, also dann habe ich eine, das, also ganz viel, es hängt auch mit Sensibilität zusammen und auch, also so ganz einfache Dinge, also kannst ja auch ganz Einrichtung, aber das ist genauso in Krankenhäusern. Sekunde, also warte mal. Immer eben. Die eine Tür, die quietscht nicht erst mal. Nee, warte mal eben, die Verbindung ist gerade schlecht von dir. Die letzte Minute bitte nochmal, also da ist gerade zusammengebrochen, das Bild ist eingefroren bei dir. Okay, jetzt ja. Kannst du mich aber wieder gut hören. Jetzt geht's wieder, ja genau. Okay, also ja. Ich hatte gesagt, dass ganz viel auch von der Sensibilität des, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhängt. Mhm. Also beispielsweise, wie wir nachts, in welcher Lautstärke wir kommunizieren, in welcher Lautstärke wir Türen öffnen oder Schubladen schließen. Mhm. Und Sensibilität ist halt eben auch... zum Beispiel, ob die Dinge, die technisch schief laufen, also beispielsweise, ich habe eben von der brummenden Klimaanlage gesprochen, aber das kann auch die Tür sein oder die Schublade, die schon seit ewigen Zeiten... Oder der Aufzug. Ja. Ja, wenn das Zimmer direkt neben dem Aufzug ist und man das in der Nacht hört, so denn dann in der Nacht der Aufzug läuft. Genau. Und also da kann man ganz viel machen. Und das, also auch da so ein Beispiel, wir hatten eine... Bewohnerin in einer Nacht von mir, wo ich mitgegangen bin, die ist nachts gegen 4 Uhr wach geworden und ist dann quasi bis in die Morgenstunden umhergelaufen und hat dieses klassische Stühlerücken auch betrieben in so einer Sitzecke. Und naja, man kann das mit Sicherheit auch nicht verhindern. Ja? Also man kann sich natürlich, wenn man die personellen Ressourcen hat, auch zu ihr setzen, mit ihrem Gespräch beginnen und sie versuchen zu beschäftigen, wenn sie das möchte. Vielleicht schafft man es irgendwann auch wieder mit ihr zurück in ihr Zimmer. Das hängt aber, würde ich mal sagen, immer natürlich auch vom Personalstandard ab und davon, wie auch der Rest der anderen Bewohner gerade, in welcher Situation die sich befinden. Was aber jedes Altenheim machen kann, ist schon mal Filzkleider unter die Stühle bringen. Ne? Weil das verändert die Geräuschkulisse ganz extrem. So gibt es ganz viele, sag ich mal, Mini-Bausteine, die am Ende ein Gesamtkasten ergeben mit diesen 6 Eckpunkten, wo wir, glaube ich, die Situation verbessern können. Also da würde ich jetzt noch mal gerne so einen Blick drauf werfen, auf diesen Gesamtkasten. Also wir haben einmal, ich sag mal, so konkrete materielle Erfahrungen, ja, wie zum Beispiel das, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Mhm. Dann haben wir zweitens den Prozess, das zu recherchieren, also den Assessment- und Beschreibungsprozess. Ja. Dann haben wir drittens organisationale Rahmensbedingungen, also die Größe der Abteilung, die Präsenz und die Qualifizierung der Nachtwachen und vielleicht auch, dass ein Nachtwachenkonzept vorliegt und Ähnliches, also die dritte Ebene. Und dann wäre aber noch so die Frage, wie wird das Ganze jetzt zusammengebunden? Da spielt ja auch die Fallbesprechung in eurem System eine wichtige Rolle. Also das wäre für mich nochmal so eine Frage, kannst du nochmal so einen Gesamtüberblick über das Paket geben? Ja, gerne. Also das, was wir, ich glaube, jetzt haben wir ja vor allen Dingen darüber gesprochen, was kann man dann ganz konkret machen und was sind so die Inhalte und wie wir das quasi implementieren oder transportieren wollen. Dazu gibt es auch einen Stufenplan. Also das Projekt, was dann jetzt immer in einer randomisiert kontrollierten Studie überprüft wird, also die Intervention, da sprechen wir vom Interventionszeitraum insgesamt von 16 Wochen. Und die Einrichtungen, die jetzt quasi dann die Intervention von uns erhalten, da beginnt in der ersten Interventionswoche ist es so, dass auch eine Kollegin, ein Kollege aus dem wissenschaftlichen Team einfach einen Spätdienst und die Hälfte der Nacht in der Einrichtung ist und die Mitarbeiterin und Mitarbeiter begleitet. Und im Rahmen dessen wird gemeinsam im Gespräch mit den Personen so eine Art von Ist-Analyse des schlaffördernden Milieus erstellt. Okay. Es geht nicht darum, dass da irgendwie so ein Score am Ende rauskommt und wir gute und schlechte Einrichtungen haben, sondern es geht darum, dass wir bestimmte Kategorien haben und es geht darum, mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung in den Austausch zu kommen und auch zu sagen, hör mal, ich habe das beobachtet, wie bewertest du das? Also da findet schon eine erste Sensibilisierung statt und am Ende entsteht dann, ich sag mal, sowas wie so eine Übersicht mit ein paar, sage ich mal, roten Häkchen und ein paar grünen Häkchen. Und die grünen stehen natürlich für das, wo die Einrichtung schon ganz viele Sachen richtig macht, im Sinne einer positiven Schlafförderung. Und die roten zeigen halt eben das Verbesserungspotenzial auf. Und sage ich mal, mit diesen Ergebnissen gehen wir dann in so einer Basisschulung, haben wir das genannt. Okay. Und das ist sowas Ähnliches wie auch ein Kick-off dann für das gesamte Einrichtungsteam. Und da geht es dann darum, dass wir einmal das Projekt vorstellen und dann aber auch erstes Wissen vermitteln zum Thema Schlafförderung, Schlafursachen bei Menschen mit Demenz. Und da stellen wir das Ergebnis dieser Ist-Analyse vor. Da kriegen wir schon ein erstes Feedback. Wie sieht's aus? Ne? Ganz genau. Und dann gehe ich auch davon aus, dass wir darüber diskutieren werden und wir werden dann versuchen, auch Basisschulung bedeutet, da können alle aus der Einrichtung teilnehmen und wir hoffen natürlich, oder unser Wunsch ist es dann, dass halt eben aus dem Nachtdienst Leute teilnehmen, aus dem Tagdienst Leute teilnehmen, von der Management-Ebene, auch der soziale Dienst soll involviert werden, weil bei der Tagesaktivierung die ja zum Beispiel auch eine Rolle spielen, möglichst breit und gleichzeitig natürlich immer so, dass für die Einrichtung auch irgendwie tragbar und machbar ist. Und davon ausgehend werden wir dann einen ersten Workshop anbieten, der dann, wir haben das jetzt nicht Fallbesprechung genannt, weil in der Literatur Fallbesprechungen sehr klar definiert sind und das schon einen etwas größeren Aufwand bedeutet, aber wir werden fallbasierte Workshops durchführen. Und das bedeutet, in einem ersten Workshop werden die Mitarbeiterinnen auch aus den unterschiedlichen Handlungsfeldern einer Einrichtung zusammenkommen und dann einen Fall mit Schlafproblemen aus ihrer Einrichtung vorstellen. Und dann werden wir in diesem Workshop gemeinsam überlegen, was können wir denn tun, um Schlafförderung bei dieser Person zu betreiben. Mhm. Und ganz wichtig dabei ist, wir werden in der Einrichtung insgesamt zwei Pflegefachpersonen definieren, die unsere sogenannten Sleep Nurses sind. Das sind eine Pflegefachperson aus dem Tagdienst und eine aus dem Nachtdienst, die nochmal zum Beispiel am Ende der Basisschulung auch gesonderte Informationen von uns erhalten. Und das sind dann auch die beiden, die dann zum Beispiel in diesem Workshop den Fall vorstellen und dann auch die Diskussion anregen. Und von unserem Team ist dann auch jemand dabei, der dann zum Beispiel mit moderiert und die Diskussion ein bisschen vielleicht befeuert, falls das notwendig ist. Diese Art von Workshops finden mindestens zweimal statt. Also zweimal werden wir die mit den Einrichtungen machen. Einmal in der ersten bis vierten Interventionswoche und dann noch einmal in der fünften bis achten. Und dann ist natürlich, wenn die Einrichtungen sagen, das war für uns ein gutes Mittel, dann können die damit natürlich auch weitermachen. Aber zweimal quasi ist die Pflicht, die erstmal vorgegeben ist. Und unsere Idee ist natürlich dabei, dass wir darüber auch ganz viel Wissen vermitteln und auch konkretes Wissen am Fall vermitteln, das jeder dann auch in seiner Einrichtung anwenden kann und im günstigsten Fall dann auch in seiner Einrichtung, in seiner täglichen Arbeit einen Unterschied erlebt. Weil das kennen wir beide auch. Wir besuchen eine Fort- oder eine Weiterbildung oder veranstalten selbst eine und da kann man ziemlich viel theoretisch hören oder erzählen. Wenn man dann zu Hause in seiner Institution ist, ist es meistens ganz schnell nochmal alles anders. Das ist ja einer der Gründe, warum Kinästhetik oder basale Stimulation und vieles andere nicht implementiert sind, obwohl schon unglaublich viele Menschen die Kurse durchlaufen haben. Aber das ist dann auch eine Form des einrichtungsübergreifenden Lernens, nicht? Also die Teilnehmer kriegen dann ein bisschen mit, was woanders gut geklappt hat und nehmen, also man nimmt so aus unterschiedlichen Fallsituationen, in denen man sich wiedererkennt, unterschiedliche Befunde mit. Ja, also das würden quasi die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherstellen. Wir würden ja, also einmal sind die, also im fallbasierten Workshop nimmt erstmal das Personal einer Einrichtung teil und dann quasi jemand von dem wissenschaftlichen Team. Und wir haben ja neben dem Wissen, dem ganzen Wissen, was in der Einrichtung vorhanden ist, würden wir das Wissen, was es im Moment aus der Forschung zum Thema geht, mitbringen.
Und natürlich auch, wenn dann schon die ersten Workshops gelaufen sind, würden wir berichten, was wir quasi, was in den anderen Einrichtungen gut geklappt hat. Das würden wir weitertragen. Was wir bisher nicht vorgesehen haben, was aber nochmal ein interessanter Aspekt ist, dass man quasi auch aus den Interventionseinrichtungen wechselseitig lernen könnte. Das ist jetzt im Moment nicht als ein extra Modul quasi vorgesehen, sondern wird dann nur quasi über das wissenschaftliche Personal. Die einzelne Einrichtung erstmal abgewickelt. Ne? Und das wäre ja nochmal spannend, also dann nochmal so zu schauen, in so, ich sag mal, in einem Art Hospitationsmanagement, dass man auch nochmal von den anderen das mitbekommt oder dass man schwierige Fälle zusammenträgt. Aber das wären dann ja vielleicht weitere Schritte. Was mich jetzt gerade mal so, also an dem Punkt interessiert, dabei kommt ja viel auch so, ich sag mal, bewährte kleine Lösungen zustande. Ja, so, das wäre ja spannend, das dann irgendwo auch nochmal lesen zu können oder vermittelt zu bekommen. Also wenn ich da jetzt 10, 15 Einrichtungen habe und da haben sich viele Menschen Gedanken zu gemacht und haben viele sehr kleine, schöne, hilfreiche Schritte. Ja, nicht nur was jetzt die konkreten Veränderungen, sondern vielleicht auch, wie man sich als Organisation aufstellt, wie man ein Konzept macht, wie man Angehörige mit einbezieht, wie man Milieufaktoren beeinflusst. Ja, also kommt dann irgendwann mal so ein Reader, also gibt es dann nochmal sowas in der Art, was man dann auch relativ gut so zugänglich greifen kann? Ja, also wir arbeiten dran. Also was, es wird vielleicht erstmal zur Datenerhebung, es wird natürlich eine quantitative Datenerhebung geben, um die Effekte zu messen. Ja. So wie das, sage ich mal, klassisch ist. Es gibt aber vom ersten Moment, wo die erste Person in unsere Studie eingeschlossen wird, bis, sage ich mal, zum letzten Fragebogen, der ausgefüllt wird. Und auch noch danach gibt es eine Prozessevaluation, die auf mit quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden genau versucht zu erfassen, was du jetzt beschrieben hast. Also dann geht es da darum, was haben wir denn eigentlich in der Ist-Analyse gefunden? Ja, ja. Was wurde denn in den Workshops diskutiert? Mhm. Und wir sind da wirklich an den Einrichtungen orientiert. Es kann jetzt auch sein, dass es dann einen Workshop gibt, in dem nicht ein Fall diskutiert wird, sondern zwei. Es könnte auch sein, dass im Rahmen von diesen zwei fallbasierten Workshops am Ende doch nur ein Fall diskutiert wird, der aber sehr tiefergehend. Und die Beispiele, also was da genau diskutiert wird, das würden wir halt eben versuchen, möglichst genau zu dokumentieren und zu, dann halt eben schon auch zusammenzufassen wiederum, damit man das dann auch ja, als Ergebnis nachher Bericht erstatten kann. Wir haben einmal eine Website, wo wir mit Sicherheit unser Studienmaterial und auch die Ergebnisse später zur Verfügung stellen werden. Zu den Materialien komme ich gleich auch nochmal. Und in der Wissenschaft ist das so, das ist jetzt ein BMBF-gefördertes Projekt, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da ist es wichtig, dass man dann halt eben wissenschaftliche Publikationen daraus macht, das auch englischsprachig macht im günstigsten Fall. Und das ist aber natürlich etwas, was jetzt nicht die niedrigschwelligste Publikationsform ist, damit direkt die Zielgruppe das auch lesen kann. Also die wissenschaftliche Zielgruppe schon, aber halt eben nicht die Zielgruppe, die dann jetzt zum Beispiel Nachtdienst hat. Jedenfalls nicht im Durchschnitt. Und für die werden wir natürlich uns auch Publikationsmöglichkeiten überlegen. Das kann sein, dass das ein längerer Abschlussbericht ist. Das kann sein, dass wir dann sagen, also das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel mit dir und Detlef sprechen und sagen, können wir nicht in Pflegendemenz mal ein Schwerpunktheft machen zum Thema Schlaf, wo wir wichtige praxisnahe Ergebnisse zusammenstellen oder Ähnliches. So habe ich in meiner Zeit in Witten auch immer so gemacht, dass aus jedem Forschungsprojekt es mindestens einen wissenschaftlichen und einen praxisnahen Artikel gab, in dem alles zusammengefasst wurde. Jetzt haben wir sogar noch die Website. Es gibt ganz neue Kommunikations- und Wissensaustauschplattformen, so wie zum Beispiel Zoom-Videos. Also da werden wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Also diese Website, die stellen wir nochmal mit auf unsere Seite, wenn wir dieses Video veröffentlichen, so dass die Leute da auch nochmal drauf zugreifen können. Ne? Also es geht ja nicht nur um Material, es geht ja auch um den Lösungsweg, den ihr vorschlagt. Ne? Also es wäre ja dann vielleicht auch später möglich, dass man tatsächlich so eine Night Nurse da ausbildet und qualifiziert, die also tatsächlich auch regelmäßig Assessments vornimmt. Wie sieht die Schlafsituation aus? Die
geregelte Gespräche führt, wo es Implementierungsphasen gibt, wo, sagen wir mal, ein lokales Wissen um den Schlaf herum sich allmählich aufbaut. Ja, also das wäre ja im Grunde genommen, sag mal, neben den materialen Tipps ein wichtiger Punkt, dass man so einen Prozessweg beschreibt, wie man das machen kann. Ja. Und so habe ich eure Studie auch verstanden, dass das im Wesentlichen der Hauptoutput ist. Also nicht irgendwelche weitere Tipps und Tricks, das ist ja auch ganz nett, sondern eigentlich eher ein Prozessverfahren, wie man sich diesem Thema systematisch nähert. Ja, also das ist unser Ziel, weil also wir wollen quasi enden mit, wir haben jetzt eine Interventionsidee, die bringen wir jetzt in die teilnehmenden Einrichtungen rein. Das sind insgesamt 24 Einrichtungen, machen mit und davon bekommen 12 erstmal diese Art der Intervention. Das ist ja, wenn man sich jetzt alle Altenheime in Deutschland anschaut, eher noch eine verschwindend geringe Anzahl. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass wir im Verlauf der Studie über unsere Intervention etwas dazulernen werden. Und die Idee ist halt eben, dass am Ende wir erste Ergebnisse haben zur Wirksamkeit einer solchen psychosozialen Intervention und dass wir ganz viele Anregungen haben, wie wir das noch besser machen können. Weil das wäre dann wissenschaftlich gesehen der nächste Schritt, dass man dann eine weitere Studie macht, wo man dann viel mehr Einrichtungen einschließt in die Studie und dann quasi die Effektivität und die Wirksamkeit dann nochmal wirklich unter auch allen notwendigen statistischen Voraussetzungen nachweisen kann, sodass man dann auch sagen kann, liebe Leute, das, was wir uns hier ausgedacht haben, das ist der Weg, der tatsächlich wirkt, wenn man Schlafprobleme von Menschen mit Demenz gezielt angehen will. Das ist so das Ziel. Dafür brauchen wir halt eben noch ein paar Jahre. Aber wir unterscheiden ja immer so auch so Lösungen erster und zweiter Ordnung. Ne? Also Lösungen erster Ordnung ist ja immer, was kann man tun, dass vielleicht Menschen mit Demenz besser schlafen. Der zweite Punkt ist, was kann man tun, wenn sie nicht schlafen? Also wie geht man damit um, wenn tatsächlich all diese Interventionen nicht wirken? Ja, so, und da gibt es ja dann auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann, aber ich sag mal, bei sehr schwerer Demenz haben wir ja oft Situationen, wo die Nacht fast genauso lebendig werden kann wie der Tag. Und dann ist dann vielleicht das Ziel, dass die Leute jetzt in der Nacht schlafen, nicht mehr das primäre Ziel, sondern das ist eher die Frage, wie gestalten wir die Nacht und nicht unbedingt, wie kriegen wir die Leute zum Schlafen. Ja. Ja. Und das wäre dann auch nochmal eine interessante organisationale Herausforderung, die dann vielleicht auch so die übliche Logik einer Einrichtung in Frage stellt. Also, dass man zum Beispiel nachts nicht waschen darf oder dass man nachts nicht gemeinsam isst oder dass man nachts nicht gemeinsam dies oder jenes tut. Ja, das wäre ja dann nochmal so eine weitere Geschichte zu gucken. Also, wie können Organisationen damit umgehen, dass Menschen einfach einen derart zersplitterten Schlaf haben, der sich beim besten Willen nicht mehr normalisieren lässt? Ja, also das war natürlich auch ein Thema in der Vorbereitung. Und da gibt es immer so zwei, also sage ich mal, der Goldstandard, den sich viele auch Pflegende aus dem Nachtdienst gewünscht haben, war, ja, wir würden gerne so eine Art von Nachtcafé anbieten. Mhm. Das ist aber natürlich etwas, wenn ich als Pflegefachperson alleine für 60 Bewohner in der Nacht zuständig bin, dann ist es mit dem Nachtcafé nicht so wirklich weit her. Ja. Was aber, sage ich mal, da mit reinspielt und dann kann ich auch noch quasi die Punkte der Intervention zu Ende führen. Also was wir auch machen neben diesen fallbasierten Workshops, es gibt speziell Workshops für die Einrichtungsebene, wo wir uns überlegen, was müssen wir denn jetzt auf einer Einrichtungsebene machen? Da ist dann auch das Management gefragt, da ist vielleicht auch das der Hausmeister oder das Facility Management mit involviert. Was müssen wir denn jetzt machen, um auch von dieser Seite her Schlafförderung zu betreiben? Und da spielt, ich habe eben schon mal das mit der Klimaanlage oder mit den Filzkleidern reingebracht, da geht es aber auch darum, wie lange darf denn abends, dürfen zum Beispiel Angehörige zu Besuch kommen? Mhm. Ja, oder aber auch die Frage, wann bieten wir zum Beispiel Leistungen aus dem sozialen Dienst an? Ja. Ja, also das mag vielleicht auch, ich kenne längst nicht alle Einrichtungen, es mag auch andere geben, aber viele Einrichtungen, die ich kennengelernt habe, haben vor allen Dingen
vormittags und in den Mittagsstunden ein Angebot. Und je später der Tag wird, umso weniger ist das Angebot da. Gleichzeitig bauen die Menschen aber vielleicht auch kognitiv nachmittags ab und bräuchten genau dann eine Unterstützung. Oder sie bräuchten eine Unterstützung, sage ich mal, von 20 Uhr bis 0 Uhr. Ja. Und ich weiß, dass das vielleicht nicht die beliebtesten Arbeitszeiten sind, aber ich würde mir schon wünschen auch, dass wir dann in diesen Workshops diskutieren, ob es nicht möglich ist, zum Beispiel auch eine, sage ich jetzt mal, eine Betreuungskraft oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis zu schaffen. Und wenn man das auch nicht für 7 Tage die Woche am Anfang schafft. Es wäre ja auch schon geholfen, wenn wir das vielleicht an 2 oder 3 Abenden mal in der Einrichtung hinkriegen, um dann den Menschen, die eigentlich gar nicht nachts schlafen, zumindest schon mal den Einstieg in die Nacht anders zu gestalten. Und vielleicht hilft das ja dann auch, dass sie irgendwann einschlafen. Ja. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Das gilt, glaube ich, vor allen Dingen, sage ich mal, für die Nachtstunden. Denkbar wäre das aber in speziellen Fällen auch für die Morgenstunden. Ja, also warum soll nicht auch jemand schon als Unterstützung morgens um 5 kommen, weil auf diesem Wohnbereich es 2 oder 3 Leute gibt, die immer um die Zeit wach werden. Ja. Und dem kann die ganz normale Pflegefachperson aus dem Nachtdienst einfach nicht gerecht werden. So, das, was dann zur Folge hätte, dass man in jedem Bereich vielleicht andere Dienstzeiten hat. Genau. Ja, das ist natürlich auch etwas, wo man immer schauen muss, was können wir da, wie flexibel können wir sein? Ja. Also Personenzentrierung funktioniert ja nur, wenn es auch im Sinne quasi der Mitarbeiter, wenn die auch personenzentriert behandelt werden. Von daher muss man sich da immer schauen, was ist der Nenner, auf den man sich gut verständigen kann. Mhm. Aber im Sinne der Schlafförderung oder auch der guten Gestaltung einer Nacht wäre das auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Und naja, und dazu gehört auch, wenn ich jetzt von so einem umgekehrten Tag-Nacht-Rhythmus ausgehe, wie schaffe ich es, den denn umzudrehen? Mhm. Also das geht uns ja auch so. Also angenommen, ich habe nachts lange auf dem Geburtstag mitgefeiert, dann dann habe ich davon schon 1-2 Tage etwas in meinem Alter mit 40 Jahren. Das ging, als ich 18 war, noch besser. Und das ist bei älteren Menschen ja auch so. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin seit einem halben Jahr im falschen Rhythmus oder meinetwegen auch seit einem Monat, dann wieder in den Tagrhythmus zu kommen oder zumindest halbwegs in den Tagrhythmus zu kommen, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern da brauche ich einen Plan. Und da müssen alle Zahnrädchen einer Einrichtung miteinander zusammenspielen, damit das gelingen kann. Und sowas würden wir gerne, dafür gibt es auch 2 Workshops, in denen genau diese Punkte diskutiert werden. Und dann noch ein allerletzter Punkt wegen den Materialien. Alle Einrichtungen, die bei uns teilnehmen, wir haben eine Broschüre konzipiert, die alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung bekommen, in dem nochmal wichtige Informationen zum Thema Schlafförderung zusammengefasst sind. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir haben sogenannte One-Minute-Wonder-Poster, wo wir uns Poster überlegen. One-Minute-Wonder-Poster. Aha, One-Minute-Wonder-Poster, ja, okay. Also das ist etwas, das gibt es im Bereich der Fortbildung für Pflegende schon häufiger. Da gibt es auch Datenbanken, die sie zur Verfügung stellen. Also der Klassiker ist so aus dem Krankenhausbereich, die Pflegenden von der Intensivstation treffen sich am Blutgasanalysegerät, müssen sowieso einen Moment auf ihren Blutwert warten und währenddessen sehen sie das Poster und prägen sich nochmal einen bestimmten Sachverhalt ein. Und das versuchen wir jetzt mal anzuwenden in der stationären Altenpflege. Da haben wir uns halt eben versucht, Poster zu konzipieren, die einigermaßen auffällig sind und die dann zum Beispiel nochmal sich dann beschäftigen, wie kann ich denn überprüfen, ob jemand symptomfrei in die Nacht geht? Oder wie kann ich, welche Fragen muss ich mir stellen, bevor ich das Thema Schlafmedikation in den Raum stelle und Ähnliches. Und die würden wir, da ist auch das Ziel, dass die im 2-wöchentlichen Rhythmus jeweils ein anderes Poster auf den Wohnbereichen aufgehangen wird. Schöne Idee. Und das wird ja nur funktionieren, wenn die Poster auch attraktiv sind, wenn sie auch gelesen werden. Sonst werden vielleicht die ersten 2 aufgehangen und danach wird keins mehr aufgehangen. Und auch das ist etwas, was wir im Rahmen der Prozessevaluation mit als erstes überprüfen werden. Wird das überhaupt gelebt, was wir vorschlagen? Oder haben wir zwar nette Poster, aber für die interessiert sich keiner? Ja, weil dann würden wir es in der Folgestudie auch nicht mehr so machen. Ja, ich würde jetzt so ganz gerne auch so zum Schluss kommen. Wir sind jetzt doch schon eine ganze Weile so dabei.
Gibt es noch so, ich sag mal, irgendeinen Aspekt, den du noch mal besonders hervorheben willst, der dir noch mal besonders wichtig ist bei eurem Projekt? Ich glaube, dass ich würde einfach sagen, das Thema Schlafförderung ist ein total spannendes Thema, wo verschiedenste Einrichtungen, glaube ich, Bedarf haben oder sich weiterentwickeln können, wenn sie wollen. Und ich würde alle Einrichtungen einladen, das für sich selbst zu überlegen, wie sie das Thema angehen können. Diejenigen Einrichtungen, die sich vorstellen können, das auch in einem Forschungsprojekt zu machen, die können sich gerne bei uns melden, dann zum Beispiel über die Website oder auch direkt ja, an meine E-Mail-Adresse. Im Moment läuft auch noch eine qualitative Studie zu dem Thema und noch eine Fragebogenumfrage. Da weiß ich nicht, ob die schon abgeschlossen sind, wenn das Video jetzt erscheint, aber vom Prinzip her ist das für uns als Wissenschaftler ein spannendes Thema und wir werden da auch in der Zukunft dranbleiben. Und da ist es immer gut, interessierte Einrichtungen zu kennen. Ja, also mit deiner Erlaubnis, ich noch mal sagen, also mit deiner Erlaubnis werden wir Website und deine E-Mail-Adresse in diesem Zusammenhang noch mal veröffentlichen, sodass sich interessierte Einrichtungen noch mal bei euch melden können. Ja, Ja, gerne. Martin, dann möchte ich dir ganz herzlich danken für die Zeit, die du genommen hast für dieses Interview. Und an die Interessierten, die sich dieses Interview jetzt angeschaut haben, scheuen Sie sich nicht, Herrn Dichter zu kontaktieren oder uns nachzufragen. Ich denke auch, Schlaf hat für alle psychischen Erkrankungen eine entscheidende Schlüsselstellung. Aber bislang haben wir darüber noch relativ wenig formales Wissen, wenn es auch sehr viele erfahrene Pflegefachkräfte gibt, die da doch eine Menge an empirischem Wissen gesammelt haben. Aber es ist bislang noch nicht wirklich ein organisationales Thema. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal dafür und damit schließen wir es ab. Dankeschön. Genau. Sehr gerne und euch viel Erfolg mit eurem Blog. Ja, danke.